und das Spiel startet von vorne. Ich will jetzt aber noch gucken, ob der andere Code, den ich gefunden habe, ob der wirklich funktioniert. B 1 R D Y, was steht da? Birdie! So, kann ich das hier irgendwie alles überspringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, ey, freue ich mich, dass ich die Spiele endlich hinter mir habe. Ich weiß nicht, ob ich mit dem nächsten Spiel direkt weitermache. Muss ich mal gucken. Ich bin gerade ziemlich knapp bei der Zeit bemessen. Ich werde die Retro-Spider-Mans nicht pausieren. Nein, nein, also nicht wirklich pausieren. Ich, wenn, dann unterbreche ich sie mal für 2, 3 Tage oder eine Woche. Je nachdem. Aber ich werde jetzt nicht abbrechen. Das, nee. Keine Sorge, ich brauche nur mal vielleicht eine Pause. So, da war ein Vogel. Okay. Wo sind die ganzen Gegner hin? Ah, da ist ein Gegner. Vogel! Vogel! Vogel, Vogel, Vogel! Ihr habt doch alle einen Vogel! Alle Gegner sind Vögel! Ist das nicht wunderprächtig? Jetzt sehe ich erst da unten, dass unsere Energieleiste ja wirklich länger geworden ist über die Zeit. Krass. Hätte ich nicht gedacht. So, das machst du mit dem Code Birdie. Alle Gegner sind Vögel. Ist das nicht schön? Wenn man mal sterben will, das Coole ist, alle Gegner kommen zu einem. Man muss sich nicht mehr irgendwie beeilen oder so. Was ist eigentlich mit Venom? Ist der auch noch Birdie? Ich guck mal nach, was Venom ist. Der müsste hier auf dem Gebäude sein, ne? Merkst du, ne? Wir sind jetzt voll der Pro in dem Spiel. Wir wissen, wo es lang geht. Checkpoint. Vor allem kann ich das jetzt abbrechen, wann auch immer ich will. Ich muss mir das nicht antun. Ist das nicht schön? Wuhu! Ich bin wahrscheinlich über das Gebäude hinausgeschwungen. Oh, da war ein großes Herz. Das heißt, hier kommt's. Hä? Achso, da oben. Noch eins höher. Das Level ist natürlich anstrengend, wenn man noch nicht den Sprungkick hat, den ich allerdings auch nie verwendet habe. Guck mal, das sind keine Vögel. Das sind normale Leute. Doc Connors suchen. Bla bla. Venom. Oh nein. Venom ist kein Vogel. Schade. Er macht mich alle, er macht mich alle, er macht mich alle. Was? Hast du das gerade gesehen? Das ging aber schnell. Da kann ich ja gleich noch in der Kanalisation gucken, ob da jetzt alle Leute Fledermäuse sind. Das war jetzt locker die erste Dings, ne? Die erste Folge mindestens war das schon. Krass. Wie schnell das auf einmal geht, haben wir jetzt eigentlich, was ist denn unser, achso, das Passwort ist Birdie. Natürlich ist das Passwort Birdie. Ich hatte nur so ein bisschen, hatte ich jetzt die Hoffnung, dass wir noch unsere Attribute behalten haben, aber ist ja Blödsinn. Wieso sollten wir die jetzt behalten haben? So, ich habe jetzt übrigens auch gelernt, wie man hier Dinger runtergeht. Ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie. Im Prinzip wie in jedem Spiel, drückst nach unten und drückst springen. War hier nicht irgendwo, ach, da ist es ja. Subway, Subway, Subway. Ich hätte gerne ein Sandwich. Cool ist ja sogar, die Ratten sind jetzt Vögel, ne? Hilfe! Birdie, Birdie, Birds, Birds! Gott, ist das bescheuert. Guck dir mal hier. Die Vögel. Hitchcock. Angriff. Tribute to the Birds. Eigentlich kann ich hieraus eine Extra-Folge machen. Hihihi. Schade, dass der 1. April schon vorbei ist. Ich weiß übrigens noch immer nicht, ob ich einen April-Scherz gemacht habe oder nicht. Aber ich glaube, nee, es sind einfach alle Gegner Vögel, weil das wäre ja... Stell dir mal vor, die müssten ja dann... Nee, doch, es sind Fledermäuse. Alle Gegner sind Fledermäuse. Jetzt sind alle Gegner Fledermäuse. Los, Batman! Bin ich besser geworden? Kann nicht sein. Das Coole ist an sowas, es gibt einfach keine Dings mehr. Keine Alligatoren. Ist jetzt eigentlich immer noch Birdie das Passwort? Ne, jetzt ist das L1BFD. Ich würde jetzt eigentlich schon gerne die Echse sehen. Das Problem ist nur, wir werden nicht so lange überleben. Gut. Weißt du was? Das war jetzt eine Extra-Folge. Sozusagen Bonus.
Vielleicht reicht das ja an Ruhe, das ich denn habe. So, das war's jetzt erstmal für Game Boy Color Spider-Man aus dem Jahr 2000. Als nächstes kommt das nächste Game Boy Color Spiel, und zwar Spider-Man und Return of the Sinister Six heißt es, glaube ich. Bin mir nicht sicher, will jetzt aber auch nicht schon wieder die Liste aufrufen. Ich habe halt einfach nicht damit gerechnet, als wir das zu Ende kriegen. Aber ist ja auch egal, wir haben's durch. Wir haben's durch und fast ohne Cheaten. Fast. Ach komm, das zählt nicht am Ende. Das hätten wir das ganze Spiel normal machen müssen und da hätte der Spaß dran gehabt, ne? Ich auch. Gut. Von meiner Seite aus würde ich jetzt mal sagen, als dann, bis dann und bis zum nächsten Spiel.